Michael, schönen guten Hallo Tag. Olaf. Hallo Michael. Hallo Olaf, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Nach langer Zeit wieder von dir gehört, also musikalisch, wir hören ja zwischendurch immer mal voneinander, auch über deine KHB-Geschichten, die du da verteilst. Aber du bist mit einem alten neuen Song in Erscheinung getreten. Alt deswegen, weil der schon vor einer langer, langer Zeit aufgenommen wurde und neu, weil er jetzt veröffentlicht wurde. Genau. Also die Single heißt Lern wieder zu fliegen und ist am 6. August über unser Sublabel, also über das Sublabel von KW Music, über Handmade Tunes veröffentlicht worden. Und wie du schon gesagt hast, ja, den Song habe ich geschrieben, oh, schätzungsweise irgendwas zwischen 2013 und 2015, also schon ein paar Jährchen her. Und eigentlich sollte der ja, von einem anderen Künstler oder auch einer anderen Künstlerin, also von Fremdkünstlern, quasi gesungen werden. Es war so ein bisschen, ich wollte mich zu der Zeit auch als Songwriter etablieren und habe das an ja auch ein, zwei namhafte Künstler geschickt. Und er kam immer so in die nähere Auswahl, aber er hat es dann letzten Endes irgendwie nie auf die aktuelle CD oder als Single geschafft und fand ich ein bisschen schade, weil der Song einfach richtig gut ist. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, jetzt veröffentlichen ich einfach selbst. Witzig an der Geschichte ist, dass das Ganze produziert und mitkomponiert wurde von einem Heavy Metaler, von dem Ralf Also, Munkies, ne? Der genau. unter anderem die Empire Studios hat und bei den Bands wie Crematory, Razorback und Empire zugange ist. Und der ist eigentlich nicht so für den eingängigen deutschsprachigen Rock-Pop zuständig, ne? Ja, von denen, die man ihn kennt, man kennt den Rolf mehr in dem Heavy-Metal-Bereich als Gitarrist, eben von sehr namhaften Bands. Aber ich arbeite mit Rolf schon sehr lange zusammen. Also das heißt auch alles, was wir mit Greyhound aus Wien gemacht haben, da hat er auch mitgewirkt, mitkomponiert, mitrecorded. Und insofern waren wir schon bei dem deutschsprachigen Poprock, haben wir schon sehr lange zusammengearbeitet und haben ja auch 2012 habe ich eine Solo-Single namens Kann das sein released. Die hat er auch mitkomponiert und mitproduziert. Insofern sind wir eigentlich auch da schon relativ lange zusammen, dass wir arbeiten. Und er ist natürlich auch sehr vielseitig. Aber so sein Herz schlägt natürlich für Rock und für Heavy Metal. Und ich bin so ein bisschen der sanftere Typ. Aber es funktioniert nach wie vor sehr, sehr gut auch zusammen. Auch jetzt noch. Aktuell haben wir gerade auch wieder ein paar Geschichten zusammen aufgenommen. Du hast angesprochen, Grand OCD, darüber haben wir uns kennengelernt, hier in der Dampfradio. Grand OCD hat es auch in Wikipedia geschafft, als Creator des sogenannten Campfire-Jam-Genres. Da verwechselst du was, das waren die Sentimental Gentlemen. Und Ja, genau die andere Band, mit der du unterwegs bist oder warst, waren die Sentimental Gentlemen. Lern wieder fliegen, das passt natürlich jetzt auch gut in die Corona-Zeiten. Nach fast 2 Jahren Lockdown müssen manche da wieder aufstehen, weitermachen, sich zusammenreißen, raus aus dem Hangar, wenn wir beim Fliegen sind, runter von der Couch. Das wusstest du zu dem Zeitpunkt ja nicht, aber das passt ja, ne? Ja, es passt sehr gut. Aber ich habe es ja, damals hat noch keiner was von Corona gehört gehabt. Das war noch lange, lange vorher. Aber diese Thematik, dieses sich selbst motivieren, auch bei Niederschlägen immer da aufzugehen, nicht aufzugeben, sondern aufzustehen, das ist ja so alt wie die Menschheit selbst. Und insofern ist dieses Thema für mich zeitlos. Natürlich, der Kontext Corona passt wunderbar. Aber mir war es auch wichtig, ich wollte jetzt nicht. Ja, wie viele Künstler das machen, ihre Pandemieerfahrung darin verarbeiten oder da auf die Tränendrüse drücken sondern einfach eine schöne Nummer rausbringen, die motiviert und den Kontext kann man sich selber suchen. Das hat, glaube ich, jeder seine eigenen, sei es körperlich, sei es psychischen Herausforderungen, denen er sich stellen darf oder muss. Insofern finde ich schön, dass vielleicht manche sich das ein bisschen als Motivation dafür suchen. Ja, nun, Musik kann beides machen. Ne? Musik kann also Depressionen verursachen bei manchen Menschen.
kann aber auch und soll aber auch eben viele Menschen motivieren. Und wenn sie nur die 3 oder 4 Minuten sich täglich Zeit nehmen, mal bei einem Song abzuschalten und vielleicht auch wieder träumen lernen, was viele, glaube ich, auch verlernt haben. Ja, Musik ist, kann man schon sagen, so eine Art von Energiearbeit, um jetzt mal ein bisschen ins Esoterische zu gehen. Also, ich meine, Musik sind Resonanzen und gesprochene oder gesungene Worte, selbst wenn man, wenn es beispielsweise in einer anderen Sprache ist, kann man sie manchmal vielleicht nicht verstehen, aber man kann sie fühlen und man kann vor allen Dingen einen eigenen Kontext kreieren. Also, das Schöne an Musik ist, dass jeder ja, seinen eigenen Soundtrack des Lebens quasi kreiert und dafür ja, sich bestimmte Nummern sucht. Und das ist natürlich schön, finde ich, also für mich als Künstler ist es immer wieder großartig, wenn man Feedback kriegt zu seinen Songs und mir einer sagt, die Nummer bedeutet mir was. Oder jetzt bei der Bemusterung, wo wir jetzt ja, PR-mäßig ein bisschen unterwegs waren, habe ich auch Nachrichten bekommen, wo einer hat zum Beispiel geschrieben, aber ich habe den Song gehört und habe sofort geweint. Also hat sofort Emotionen ausgelöst, hat sie positiv berührt. Das fand ich sehr schön. Und die Leute suchen sich halt eben ja, die Musik als Soundtrack für ihr Leben. Ja, natürlich. Musik kann oder löst auch Erinnerungen aus. Ich komme aus der Zeit der 60er, 70er, also meiner Sturm- und Drangzeit. Und bei manchem Song, da kommen dann wirklich die tiefsten Erinnerungen wieder. Man weiß es auch aus der Therapie zum Beispiel bei Demenzkranken. Wenn Künstler bei denen aufschlagen, Weihnachtslieder, Kinderlieder singen, dass die auf einmal wieder den Text komplett frei, ohne Probleme aufsagen können und richtig aufblühen. Ne? Insoweit ist egal, welche Musik, für den einen ist es eben Heavy Metal, für den anderen Deutschpop, durchaus auch therapiefähig. Ne? Ja, nee, seh ich auch so. Also ich habe ja eben gesagt, also Musik sendet Schwingungen aus. Und wenn du jetzt halt natürlich was total Depressives machst, dann wirst du entsprechende Leute anziehen, die damit ihre Depression kultivieren und sich da vielleicht einigeln. Und du kannst aber eben vielleicht auch ein bisschen was bewirken, indem du solche Nummern, solche positive, wobei es ist, also der textlich geht es ja natürlich auch um eigentlich Negativzustände, die man ins Positive dreht, so würde ich jetzt mal auf einem Satz zusammenfassen, dass du damit vielleicht auch was bewirken kannst und der eine dann vielleicht sieht, ja, vielleicht ist das Loch, in dem er oder sie drin ist, vielleicht gar nicht so schlimm und andere haben das auch durchlebt, dieses Gemeinschaftsgefühl, was ja auch durch die Corona-Geschichte ein bisschen ja, einen Knacks wegbekommen hat, dadurch, dass man ja, mitgeteilt bekommt. Auch andere haben diese Erfahrung gemacht oder ganz viele und diese sich damit identifizieren und vielleicht bewirkt es ja bei dem einen oder anderen auch was Positives. Ja. Ja, die Corona, gut, wie gesagt, das passt gut in die Zeit, weil runter von der Couch, raus aus dem Hangar, soziale Kontakte, wenn auch mit Abstand, sind ja nun für die Menschen wichtig. Das müssen viele, denke ich mal, die lange gerade Kinder, die ja nun extrem von Homeschooling und so weiter betroffen waren, müssen das lernen und insoweit kann man den Text ja dazu doch als Motivation nehmen, ne? Ja, sehr gerne, Ja. Michael Deichert, ehemals Greyhound OCD, Sentimental Gentleman, was noch? Hasenbahn? Nein. ja. Die Hasenbahn habe ich nicht, die habe ich nur als Plattenputzi hinten dran für die zweite Veröffentlichung geholfen. Ja, aber Groovy Extracts mit Lisa, da kann man Michael Deichert auch hören. Er hat nämlich den Gesang zu dem Stück geliefert mit Olaf Hellbusch und Konsorten. Ja. Also bist Also doch man immer hört noch sich. sehr künstlerisch unterwegs. Musik lässt sich nicht so ganz los, ne? Genau, nee, in den letzten Jahren war es tatsächlich so, ich habe mich selbst aus der Musikbranche als Künstler relativ zurückgezogen gehabt und bin ein bisschen hinter die Kulissen gegangen, habe ein bisschen Labelarbeit gemacht, Pressearbeit oder habe mich eben auch beruflich dahingehend verändert, dass ich im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Marketing sehr viel tätig bin. Aber Musik hat mich nicht ganz losgelassen. In den letzten Jahren waren das allerdings eher dann ja, Aufnahmen als Gastsänger. Ja. Wie du schon gesagt hast, für Groovin' Abstracts habe ich eine Nummer aufgenommen gehabt, war auch schon ein bisschen
bisschen länger her und habe in den letzten Jahren für eine englische Prog-Rock-Band, die es schon seit über 50 Jahren gibt, für Why Not, habe ich ein paar Nummern eingesungen und habe auch sehr viele Videoclips für die gestaltet. Also Why Not gibt es ein paar Sachen. Und dann habe ich jetzt für ein LARP-Projekt, also ein Live-Action-Roleplay-Projekt, ein bisschen Bardenmusik aufgenommen, aber auch eine Mittelalter-Rock-Nummer, wo ich auch einen Teil des Gesangs übernommen habe. Ja. Und das Ganze firmiert dann unter, ich glaube, Ex-Furor heißt dann dieses Projekt. Also da kann man mich auch hören. Ist allerdings mehr so Szenenmusik, das hört man weniger im Radio, sondern ist halt mehr für die Lounge. Würde ich so nicht sagen, weil es gibt zum Beispiel eine Gruppe, die heißt Skyfried, und die erscheinen auch bei Edderdampfradio im deutschen Stream. Also das ist auch so diese Richtung Badenmusik, und das sind eigentlich ganz pfiffige Damen und Herren, die das da machen. Ja, Also so ist das nicht. ein bisschen Punkrock war früher auch noch dabei mit Mr. Twat, die haben wir ganz vergessen, aber die sind leider schon etwas länger Geschichte. Ja, Michael, was wird das nächste sein? So ein bisschen das hast du ja wahrscheinlich noch auf dem Dachboden liegen, das mal aufgenommen wurde und im Archiven vor sich hin schlummert und darauf wartet, die Welt von Ja. Spotify und Edderdampfradio und sonstigen Radios zu entdecken. Ja, ich hab tatsächlich noch ein, zwei Nummern, die allerdings mehr im akustischen Bereich Okay. angesiedelt sind. Also die sind dann rein mit Gitarre und Gesang. Insofern, das Lern wieder zu fliegen ist jetzt halt so eine typische Single, die kannst du raushauen, die ist radioaffin. Das andere ist einfach drei Gänge ruhiger. Aber auch schön. Also insofern, ich gehe davon aus, dass da noch was erscheinen wird. Und vielleicht tut sich auch noch die eine oder andere Sache bei Greyhound aus dem Deal wieder, allerdings auch wahrscheinlich im akustischen Bereich. Da sind Ja. so ein, zwei Überlegungen schon angestellt, aber da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Vielleicht kommt ja auch noch der ein oder andere, die ein oder andere Künstlerin und lässt sich von dir so ein bisschen unter die Arme greifen. Ja, schauen wir mal. Als Labelmensch bin ich natürlich auch da bereit. Mitzuhelfen. Also das Label, das Handmade Tunes, gehört ja zu KHB Music. Also der Eigentümer ist das Sven Hessel, mit dem ich ja auch schon seit vielen Jahren zusammenarbeite. Aber so im Bereich Management und musikalische Mitgestaltung kann ich da bei über Handmade Tunes auch unterstützen. Also wenn Künstler da ja Interesse haben zu veröffentlichen, können sie natürlich auch gerne auf mich zukommen. Dann können wir mal schauen. Michael, vielen Dank. Sehr gerne, Olaf.